und herzlich willkommen zurück hier bei Microhazard TV mit dem Ice Dragon und dem Bio. Und zusammen spielen wir den Landwirtschaftssimulator 15. In der letzten Folge haben wir uns jetzt entschlossen, wir kaufen uns einen neuen Traktor, den T4. Möchte von der New Holland. Genau. Weil das einer ist, der eine Frontladevorrichtung vorne anbringen kann. Aber bevor wir den kaufen können, haben wir jetzt viel, viel Arbeit vor uns. Wir wollen ein bisschen was verkaufen. Genau, wir wollen alles raushauen, was wir haben, alles. Weil wir jetzt nicht schon wieder in den Wald wollen, um ein bisschen Geld zu sammeln. Verkaufen wir mal unsere Ernte, weil dazu ist ja nun mal da. Und da wir ja hier irgendwie nicht gerade das Glück haben, aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass wir immer nur auf eins spielen. Das kann sein, ja. Da vergehen die Tage halt nicht so, aber unser Hof ist halt so groß, dass so viel Arbeit ist, dass wir hier eigentlich gar nicht mal so groß immer auf schnell stellen können. Na, wir haben genug zu tun, genau. Wir haben Schafe, wir haben Kühe, wir haben vier Felder in der Zwischenzeit, ne? Ja, stimmt. In der letzten Folge haben wir unsere Schäfchen gekauft, haben sie gefüttert. Genau. Genau. Und jetzt wird verkauft. So, welchen Anhänger nimmst du denn? Ich nehme den großen roten. Den ganz cool war klar, du den großen nimmst. Ja, ich bin ja auch der große. Wo ist denn der kleine grüne? Der steht hier auch. Ah, den haben wir ja so geparkt. Okay. Wie hast du es gesagt? Es steht alles da, wo es hingehört? Der ist hier mit rückwärts einparken nicht so der Knüller, der grüne. Ne? Gut, alles klar. Ich gucke mal nach, was wir denn verkaufen können und mit viel, da hätte ich jetzt Weizen im Angebot, könnte ich verkaufen. Wie das, wenn du mit Kartoffeln anfängst? Kartoffeln? Ich habe Kartoffeln. Ja, weil du den großen Anhänger hast und Kartoffeln am meisten da sind. 408. Ja, haben wir nur 408, haben wir leider nur. Du hast nämlich den großen Anhänger und damit wäre es sinnvoll, wenn du die Kartoffeln fährst. Wann müssten wir in die Reederei fahren, um die Kartoffeln zu verkaufen? Aber eigentlich wollte man die Kartoffeln ja nicht verkaufen, wa? War da so eine... keine bittere Arbeit. Aber wir sind arm und brauchen das Geld. Ja, ja. Er hat da gesagt, soll ich drücken? Jetzt, Achso, nein, da bin ich ja falsch hier. Ja, Kartoffeln bist du wieder mal falsch. Ja. Es ist früher Morgen. Ich bin mal praktisch veranlagt und nehme einfach mal den ganz kleinen Anhänger auch noch mit. So. Das war einfach nur drunter stellen, ne? Einfach drunter fahren, genau. Das läuft dann schon. Was nehme ich denn? Ich will das Raps wegfahren, das kriege ich mit einmal weg. Ja, dann mach doch. Wie viel passt denn bei dir rein? Das weiß ich nicht, der füllt ja gerade auf. Okay, dann kannst du mir das gleich sagen, wie der reinpasst. Weil der wird definitiv voll werden. Zweimal fahren müssen mit Kartoffeln. Kartoffeln! Wir machen nie wieder Kartoffeln. Also später, wenn wir vielleicht mal uns die Maschine dafür kaufen, vielleicht nochmal, aber so war das doch eine Heidenarbeit gewesen mit den Kartoffeln. Wenn ihr es nicht gesehen habt, könnt ihr mal bei uns vorbeigucken im Kanal mit weiteren Let's Plays, die wir da haben. Aber Kartoffeln ist jedenfalls keine schöne Arbeit. Nee, ist recht langwierig, ja. Also vielleicht mit dem Vollernter mag das vielleicht noch gehen dann am Ende. Und mit dem großen wie der ganze Hänger wackelt. Naja, fühlst du auch ordentlich was ein. So, ich bin jetzt bei 42.000. So, Raps ist schon mal leer, habe ich schon mal alles aufgeladen. So, jetzt muss ich aber gucken, wo ist die Reederei? Die ist da oben. Ja, komm, ist nicht so weit. Fährst du hier gleich links runter vom Hof, den Händler, die Straße. Ich habe eine Hupe gefunden. Das ist ja geil. Oh Gott, er hat eine Hupe gefunden. Ich habe eine Hupe. Der Landwirt, der eine Hupe gefunden hat. So. Tja, Raps. Ja. Wo fahre ich denn das Raps hin? Zur Transportfirma als sinnvoll. Ja, also unser Traktor, den wir uns kaufen wollen, der kostet so circa 50.000. Und der Ice Dragon gesagt hat, er möchte lieber gerne einen Traktor haben, statt nochmal einen Teleskoplader. Werde ich mal auf seine Wünsche hören. Das ist nett. Und wir verkaufen alles, was wir haben. Allerdings ist der Traktor, ja, sag mal, PS-stärkentechnisch total unterlegen als unsere beiden, die wir jetzt schon haben. Aber da die ihn ja nur zum Heben benutzen, also nur zum Heben von Sachen, also als Frontlader wirklich nur benutzen, brauchen wir auch nicht unbedingt da große Leistungen für.
Das ist wohl richtig, aber wie gesagt. Weil dann kann der an der Kuhweide zum Beispiel nicht stehen bleiben zum Beispiel. Ja, aber man muss halt mal so ein bisschen bedenken. Ja, ich bin ja nun der hier das Geld hier im Überblick behalten muss. Wir kaufen jetzt einen Traktor, der eigentlich nur rumsteht. Wir können ihn auch beim Holzfällen benutzen. Meinst du? Er kann durchaus dünnere Baumstämme heben mit seiner Poltergabel. So, ich bin gleich an der Reederei. Außerdem können wir ihn auch benutzen zum Aufladen von Wolle. Ja, Vorteil ist halt, wir können mit dem wirklich unser kleiner Gabelstapler so nachdenken. Ja, erstmal das. Und wir müssen nicht immer hier den Riesenanhänger mitnehmen, wo der Teleskoplader dann draufsteht. Genau, richtig. Wir setzen uns praktisch in den Reihen und fahren dann halt dahin, wo wir hin müssen. Wir können auch auf dem Hof stehen lassen, weil dann können wir damit auch alles sammeln und die Poltergabel zwecks oder die Ballenzange. Wäre schon sinnvoller, weil man muss ja auch, wie gesagt, das ist ja genau. Auch im Zentrum, finde ich ja. Genau, deswegen ist es dann auch besser. So, also Kartoffeln bringen gut Geld bringen die Kartoffeln. Und jetzt bei 36.000 von 17.000. Naja, dafür hast du aber auch 42.000 abgekippt, ne, die früheren Tassen. Das ist richtig. Aber ich fahre nochmal Kartoffeln holen und verkaufen. Genau. Und ja, eigentlich, wenn du jetzt noch ein bisschen Zeugs verkaufst, könnte es eigentlich schon reichen, dass wir denn. Ja, gleich klingelt es wieder. Dass wir eigentlich genug Geld dann wieder parat haben. Also, der Traktor ist drin, der ist drin, wir haben ihn. Das war jetzt gerade Einladung Raps, knapp 20.000, nicht ganz 20.000. Hast du noch was auf dem Her, oder? Nein, okay. Raps war nicht so viel. Dann lass es bitte, verkaufe nichts mehr weiter. Ich gehe jetzt nochmal schnell Kartoffeln holen. Oder. Ja, eigentlich hat man jetzt gesagt, verkaufen leer. Verkaufen alles. Hol alles. Verkauf alles. Alles klar. Alles raus damit, alles. Weil. Oh, ich habe. Alles muss ich raus. Ich sehe gerade, dass ich mich verfahren habe. Ja, wir haben ja gesagt, wir verkaufen alles, weil, ganz ehrlich, wir wollen ja auch mal jetzt ein bisschen vorankommen. Winterschlussverkauf. Genau. Und es schneit hier immer noch. Ja, das schneit immer noch, ja. Das sollte auch mal aufhören vielleicht. Sonst kommen wir jetzt gar nichts. Wenn es nicht bald mal aufhört, können wir nicht viel machen. Weil ich glaube, wenn es schneit, können wir nicht mähen. Also ich weiß es nicht genau, ob wir da mähen können. Zumindest können wir, wenn es regnet, nicht mähen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es schneit. Naja, es ist ja eigentlich der gleiche Effekt, oder? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass... Es ist aber physikalisch betrachtet ein Unterschied. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel da jetzt so große Unterschiede macht, ob es jetzt schneit oder regnet. Naja, feucht ist feucht. Naja, aber Schnee ist an sich nicht feucht, solange wie er nicht taut. Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Ich habe mich jetzt hier richtig verfahren. Du hast dich verfahren. Du hast den Rückweg wieder hingefahren. Du musst einfach nur geradeaus fahren, Mensch. Statt du einfach so zurückkehrst, wie du hingefahren bist. Nein. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Ich war so im Gespräch gewesen, dass ich die Ausfahrt verpasst habe. Alles muss raus hier, Leute. Alles muss raus. Ich bin mich gerade wieder hier im Berg hoch. Ja, ich sehe dich. Du bist bei mir auf der Karte. Eigentlich müssten wir eher einen größeren Trecker kaufen, richtig starken. Ja, aber so ein Radlader hat ja sowas nicht. Obwohl, also, wir könnten. Wie kräftig ist deine? Wie viel PS hat der? 340 waren das so gewesen oder Ach so, was? Achso, gut. Dann könnten wir mit dem ja durchaus auch den Hashtag benutzen, ne? Jop. Wegen Hackschnitzel, genau. Hackschnitzel wäre auch mal eigentlich so eine Idee. Ich sag, wir verkaufen jetzt erstmal alles, gucken, was wir da zusammenbekommen. Aber der Hackschnitzel, der war ja auch schon bei 100.000 alleine oder sowas, ne? Ah, der Hackschnitzler, hast du gerade Hackschnitzler gesagt? Ja, Hackschnitzler. Hackschnitzler. Ich glaube, das heißt Häcksler, aber ja, er ist... Der Hackschnitzler. Komm, das ist ein cooles Wort. Ein Hackschnitzler, genau. Oh, Hackschnitzler. Ja. Ja, okay. Genug gealbert wieder hier für die Folge. Übrigens, falls wir noch Silage übrig haben sollten, da unten von der Kuhweide, können wir das auch in der Biogasanlage verkaufen. Da kriegen wir richtig, das habe ich gesehen. Da kriegen wir richtig. 1600 die Tonnen. Da brauchen wir aber auch wieder was zum Verladen. Ne? Aber wie gesagt, auf den Punkt mal jetzt zurückzukommen, wir hatten ja, wie gesagt, von diesen von den Traktoren mit der Frontgabel gibt es ja nicht viele, gibt es ja bloß drei, ne? Hattest du erzählt? Ja. Und von daher macht es ja dann... Zwei von New Holland und einmal der T4 und einmal der T6 und dann der Steyr,
Den gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit Schutzgestell oben für ein Forstwirtschaft, einmal ohne. Ist aber an sich sonst der gleiche Trecker. Richtig, ja, aber ist jetzt halt die Frage, meine, weil du sagtest ja gerade einen neuen Traktor, würde da jetzt nicht viel Sinn machen, da jetzt wieder irgendwelche Traktoren zu verkaufen, um halt irgendwie einen besseren zu kaufen, weil im Endeffekt kommen wir ja eh nicht mehr wieder auf das raus, was wir ja eigentlich haben wollten. Wie viel hat denn nur reingepasst bei dem Hänger da? Irgendwas mit 49.000 oder sowas. Ah, da kann ich das nicht sagen, ne? Ha? Nee, ich bin 46.900. Nee, das ist jetzt die Entscheidung, was ich jetzt nämlich lade, deswegen. Ach so. Ich habe jetzt 96% Kartoffeln drin. Kartoffeln sind komplett raus jetzt. Habe ich gesehen. Nee, aber dann kannst du als nächstes die Gerste nehmen. Dann nehm ich jetzt Weizen mit. Alles klar. Aber dann kriegst du als nächstes nämlich komplett die Gerste rein. Dann fahre ich jetzt Weizen und dann fährst du auch nochmal Weizen und dann haben wir's weg alles. Warum muss ich zweimal fahren und du einmal, du faule Sau? Weil ich zwei Anhänger habe und so schnell fahren kann, weil ich weniger Leistung habe. Deswegen. So. Dann fahre ich jetzt Weizen. Wo fahren wir den Weizen denn hin? Den fahren wir zur Windmühle. Ha, zur Windmühle. Ich muss wieder zur Reederei zurück. Jetzt fahren wir mal in der Cockpit-Ansicht mal zur Reederei. Ich bin, ja, muss wirklich sagen, ich liebe Cockpit-Ansichten. Jedes Autorennspiel, was mir unter den Fittichen kommt, rinnen in der Cockpit-Ansicht und dann macht es einfach mal mehr Spaß. Manchmal einfach ein bisschen zu kompliziert. Zum Beispiel merke ich es gerade bei, ich spiele gerade auf der PlayStation 4 The Crew, ja, und das Spiel ist so verdammt schnell, dass es da eigentlich schon so Cockpit-Ansicht, es sieht wirklich nett aus und so, aber kannst du im Rennen nicht wirklich groß benutzen. Dann wird es dann einfach zu hektisch, zu panisch, weil du hast ja da Fahrzeuge, die dir entgegenkommen, Straßenlage und das ist wirklich dann holla die Waldfee. Das Spiel, muss ich aber sagen, ist sauhübsch. Ist zwar natürlich jetzt nicht so schön, aber wenn euch mal so Autorennen so gefällt, guckt euch doch mal so über YouTube mal ein paar Videos an zum The Crew. Wie gesagt, gibt's für PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Ich muss sagen, wirklich, ich bin begeistert davon. Ja, aber die Testberichte sind sehr unterschiedlich, sage ich mal. Der eine sagt super, der andere sagt nicht so super. Aber das kennen wir ja. Ihr müsst euch wirklich bei sowas. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre auf Tests gar nicht mehr. Nee, nicht so. Es sei denn, alle sind schlecht. Ja. Genau. Aber am besten ist es einfach, ihr macht euch euer eigenes Bild praktisch davon. Wie gesagt, also Testberichte schön und gut. Ja, es ist die Frage, ob man bei Testberichten diejenigen, die testen, ob man wirklich immer so objektiv beurteilen kann, so nach dem Motto, dass man da nicht seine eigene Meinung groß mit reinbringt. Ist ja immer ein bisschen Ansichtssache auch. Max-Sache, Ansichtssache. Mhm. Ganze. So, ich bin bei der Windmühle. Ich bin schon wieder auf der Rücktour. Siehst du, deswegen, du bist nur auf der Rücktür, genau deswegen fährst du nämlich nochmal. Yep. So. Nee, ich muss weiterfahren. Ach nee, dann musst du noch zweimal fahren. Ja, ich muss noch zweimal fahren, ja. Tut mir ja leid. Aber ich müsste, um das alles wegzukriegen, auch noch, jetzt auch noch zweimal fahren. Aber ich muss sagen, eigentlich, ich meine, gut, wenn wir jetzt halt mit der Forstwirtschaft machen, tja. Bringt natürlich, macht weniger Arbeit, bringt mehr Geld, aber wir sind jetzt schon wieder von 17.000 auf 97.000 gestiegen. Also ja, ist was. Du fährst jetzt nochmal die Gerste, du bist die Gerste alle. Mhm, bin schon auf dem Weg, die Stimmen. Diesmal habe ich mich nicht verfahren. Aha. Da brauchst du auch gar nicht so weit fahren, Getreidespeicher oben bei Feld 38. Alles klar, das machen wir. Da kriegst du 686 pro Tonne. Ich habe gerade teuflische 666 Euro pro Tonne Weizen bekommen. Jetzt geht's wieder den schönen Berg hier hoch. Genau, mit einem so vollen Anhänger. Und meiner ist ja leer. Achso, du bist auf dem Rückweg. Also. Ich bin, hallo, ihr fliegen gar nicht auch noch nicht. Dachte. Nee. Ich bin aber auch schon wieder auf dem Rückweg und ja, werde aber nur noch die Fahrzeuge abparken, jetzt die Anhänger wieder. Da der Video irgendwie das wegfährt. Und das andere, das kannst du nicht nehmen, oder wie? Was?
Na, was da jetzt noch dann drinnen bleibt, denn jetzt praktisch. Ich würde nicht alles wegkriegen auf einmal. Also es wäre im Prinzip sinnlos, weil du müsstest trotzdem hinterherfahren noch mit dem Krümel, so nach dem Motto. Ja, aber den Krümel können wir auch drin lassen. Du hast gesagt, wir nehmen nur noch volle Anhänger. Alles klar, den gab's nicht wegfahren dürfen, der war nicht voll, der Anhänger. Ja, naja, gut, aber da bleibt ja nichts anderes übrig. So, du hast gesagt, Weizen? Ja. Nee, Gerste. Getreidespeicher. 42.000. Ja, ist aber fast voll. Nicht ganz voll, aber fast voll. Aber die Folge ist schon wieder zu Ende. Mann. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir weiterverkaufen und unseren neuen Traktor holen. Bis dahin sagen wir ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.